Was habe ich zu Weihnachten bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Moment, 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 Moment. Moment. Ein Handtuch und Duschgel, aber das zählt nicht. Und Socken, aber das zählt nicht. Also, ich hab eine Son Goku-Figur, welche ziemlich cool ist. Das ist das klassische Mutant-Roshi-Training. Schildkrötenpanzer mit dem Gewicht auf dem Rücken. Er liefert die Milch aus, gemeinsam mit Krillin. Klassische Zeit, wir erinnern uns. Coole Figur. Und, davon dürft ihr aber niemandem erzählen. Ich hab die 7 Dragon Balls. Erzählt das aber niemandem, okay? Das geht niemandem was an. Die sind tatsächlich ziemlich cool. Aber, die habe ich nicht. Die hab nicht ich, okay? Und dann noch 2 Tickets fürs Legoland. Das heißt, ich werde irgendwann im Laufe von 2020 mich im Legoland wiederfinden. Wusste jetzt, ich im Laufe des nächsten Jahres irgendwann ins Legoland fahren werde. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Eins der Weihnachtsgeschenke. Ich war so lange nicht mehr im Legoland. Als ich zuletzt im Legoland war, bekam ich einen Sonnenstich. Ich musste sehr lange auf irgendwelche Fahrten warten und auf mir ging es so schlecht auf dem Nachhauseweg. Ich war mit meinen Großeltern da. Da musste ich mich so hinlegen, dann musste ich mir kurz anhalten. Ich war ganz rot im Gesicht, da musste ich mich übergeben. Es war einfach ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde. Kostbare Erinnerungen. Ah, Legoland. Guten Zeiten. Aber man kann da auch, Fanny war damals auch, und das ist eine Sache, was sie noch hat. Warum auch immer. Man kann dann den Lego-Führerschein machen. Und den hat sie aus irgendwelchen Gründen immer noch. Der Lego-Führerschein. Zum heutigen Tag hat sie nicht aufgegeben. Wenn die Polizei sie erinnert, sagt sie, Moment, 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 Moment. Ihr wollt mir sagen, ich habe keinen Führerschein. Verzeihung. Ich denke, die aus dem Legoland sagen da was anderes. Die Legoländer sehen das anders. Sind Legoländer wie Deutschländer? Ja. Probier mal. Aus der Großeltern wenigstens ins Handschuhfach gereiht. Nein, wir haben dafür angehalten. Keine Sorge, ich sorge dafür, dass er eine Mütze aufsetzt, genug trinkt und nicht zu lange in der Sonne bleibt. Vorher creme ich ihn natürlich noch rein und mache ihm Pausenbrot. Aber man kann da auch den Lego Bacon Burger kaufen! An den erinnere ich mich! Den kannst du mir nicht verschweigen! Ich will kein Pausenbrot! Ich will den Lego Bacon Burger! Mit Lego Steinen im Fleisch. Oh, ihr wollt nicht ins Lego Bällebad, das kann ich euch versichern. Kleiner Tipp, da sind keine Bälle drin, es sind einfach nur Lego-Steine. Das war's, einfach noch voll mit Lego-Steinen. Ich habe meine Lego-Frau dort kennengelernt, damals war es einfach leichtere Zeiten. Oh, die Lego-Frauen sind auch nicht mehr das gleiche wie früher. Früher waren es doch echte Lego-Frauen als heute, das kann man doch vergessen. Ich habe meinen Lego-Führerschein noch immer und der war damit da, bis der King der Grundschule. Ich müsste Lego-Führerschein machen. Konnte man eigentlich auch Gold schürfen im Legoland, oder? Ja. Das war im Legoland, oder? Ja. Oh, das wird so cool. Oh mein Gott, ich werde... Wenn man da ein Video macht, dann darf man das nicht hochladen, theoretisch, oder? Da bräuchte man erst eine Erlaubnis dafür. Ich frage für einen Freund. Ich will nicht sagen, dass ich meine Goldschiff-Abenteuer hochladen will, aber... Wenn sie Gelegenheit bieten würde... Die wollen eine Lizenz von dir, bin ich mir sicher. Es sind alte Leute beim Legoland, ironischerweise. Die sagen, oh, unser Lego kostet, aber sage ich, was Lego? Seit wann geht's euch um Geld? Ich dachte, es geht doch darum, Freude zu verbreiten. Kann ich nur beschämt den Kopf schütteln. Und dann rufen sie die Polizei. Vertraut mich, ich weiß, ich hab's schon mal durchlebt. So, ihr bist Influencer, das passt schon. Ich sag, ich hab die Influenza und dann werden sie schon Platz machen. Oh, die haben wir seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr miterlebt. Okay. Zeit für die Lego-Quarantänestation. Holen wir die Lizenz einfach von dem Lego-Führerschein raus. Oh. Oh, wir sind Early Adapters. Ihr könnt auf uns Daumen zudrücken. Wir waren schon hier, bevor der kleine Mann geboren war. Ich mein dich! Das haben wir uns verdient. Oh, der Junge wird so verängstigt sein. Zu Recht. Oh, ich hätte ein paar Lego Bionicle in der Collector's Edition. Wenn euch das reicht. Ich habe noch ein paar Bionicle, die wir im Stream zusammenbauen könnten. Ich habe den hier. Und die sollten wir irgendwann zusammenbauen. Sind fucking cool. Warte, lass mich. Was machst du da? Hast du das Lego gerade ausgekippt? Nein. Oh, das läuft gut. Also, pass auf, das Lego-Set. Seht ihr das?
Es sind, oh Gott, ich war hier das Mikrofon verdeckt. Es sind Muaka und Kanera. Bra. Oh, die sind fucking cool. Man kann aus den beiden auch einen riesigen machen. Und das war, die bekam ich, glaube ich, damals zu meinem 7. Geburtstag oder so. Und das waren die coolsten Lego-Technik-Sets überhaupt. Wir müssen die irgendwann zusammenbauen. Metronomie war quasi aus der Sequel. Das war die Insel, um die es nach der Maske des Lichts ging. Oh. Oh. Du bist bei Metronomie ausgestiegen oder bei dem, was nach Metronomie kam? Ich bin nämlich nach dem, mit der Maske des Lichts und dem Film. Danach war ich dann raus. Bis dahin hatte ich alles, was ziemlich cool war. Also ich hatte nicht alles, aber ich war als Fan dabei. Ich wünschte, ich hätte alles gehabt. Ah ja, ich weiß gar nicht, was überhaupt danach kam. Da war ich dann wahrscheinlich auch schon zu alt dafür. Kennst du noch Knights Kingdom von Lego? Nein. Dazu kann ich eine Frage stellen und die konnte mir bisher niemand beantworten. Hat hier jemand fucking Lego Alpha Team Sets? Die waren am coolsten. Wenn mich das frage, sagen Leute, was? Was ist Lego Alpha Team? Das verletzt meine Gefühle. Lego Rock Raiders. Lego Rock Raiders, die kenne ich doch. Die waren damals in dem Lego-Katalog, durch den ich immer und immer wieder geblättert habe. Ich hatte nie welche. Ich hatte auch mal so ein Lego Jurassic Park Set, was auch ziemlich cool war. Ich herausgefunden habe, ist das so ein Set, was irgendwie darauf aussieht, jetzt, dass man Stop-Motion-Videos damit auch macht. Weil ich mal vor kurzem auf eBay geschaut habe, ob es da eins gibt. Ich habe es auch immer noch auf der Merkliste, glaube ich. Vielleicht werde ich es ja mal kaufen. Aber wahrscheinlich nicht. Oh ja, von Lego Rock Raiders gab es auch dieses Spiel. Ich hatte den Chrome Rusher Power Bohrer von Lego Rock Raiders. Das war für meine Verhältnisse damals unbezahlbar teuer und der teuerste Rock Raiders Ding, den es gab, meine ich. Ich war so derbe stolz. Oh, es gab so coole Sachen. Heutzutage gibt es, weiß nicht, ich denke, das Lego Minecraft Set hat tatsächlich einen gewissen Charme. Ich würde mir gerne sowas zulegen, dann fällt mir wieder ein. Yo, weißt du, wie viel Platz Lego wegnimmt? Dann denke ich mir, oh ja, stimmt. Extrem viel Platz. Und es besteht nicht die Möglichkeit, dass ich jemals damit spielen werde. Es tut mir leid. Aber dementsprechend trennen sich leider die Wege von Lego und mir.